Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial mit Magic's Video Deluxe. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr euren eigenen Abo-Button herstellen könnt und wie einfach das mit Magic's Video Deluxe sein kann. Ich habe da auch schon was vorbereitet, und zwar ein paar PNG-Bilder, die ich mit Photo Impact erstellt habe. Hierbei handelt es sich um eine Bildschirmkopie von einer YouTube-Seite meines Kanals. Am Ende des Videos habe ich noch eine Überraschung für euch. Es lohnt sich also, bis zum Schluss dran zu bleiben. Der Hintergrund ist transparent, so dass ich nur die Abo-Grafik unten horizontal zentrieren muss. Diese Grafik habe ich dreimal hergestellt. Und zwar einmal nicht abonniert, einmal abonniert und einmal abonniert mit Glocke. Des Weiteren habe ich mir bei Pixabay eine Hand als Zeiger runtergeladen. Auch die Hand ist eine PNG-Datei, sprich der Hintergrund ist transparent. In diesem Bild zeige ich euch nochmal die einzelnen Grafiken. Und zwar ist dies hier mit dem Abonniert-Button, dieses ist das nächste, wieder abonniert. Wie ihr seht, ein paar Sachen habe ich dazu geschrieben, abonnieren ist kostenlos und so weiter. Gut, die Menge an Abonnenten habe ich nicht, das wäre schön. Ja, das ist jetzt eins. So, dies ist das zweite Bild, wie ihr seht. Das ist wieder das erste Bild. Das ist das zweite Bild, die Glocke ist noch nicht aktiviert. Jetzt das dritte Bild, Augenblick, muss ich mal ein Stück weiter scrollen. So, das ist jetzt mit der Glocke abonniert, wie ihr seht. Ja, diese drei Bilder braucht ihr für euer Abo-Button. Das letzte Bild, was ihr noch braucht, ist dieser Zeiger. Ich habe hier die Hand genommen, die auch typischerweise bei Chrome oder so weiter benutzt wird. So, ich beende jetzt mal SCDC, das ist mein Ordner, den mache ich jetzt auch mal klein. So, wir haben alles beisammen, dann starte ich mal Magic's Video Deluxe. So, die Oberfläche habe ich mal angepasst, das gehen wir mal auf Abbrechen. So, hier ist der Ordner, jetzt hole ich mir die erste Grafik in die Spur bei Magic's. So, da ist sie. So, noch eben nach links geschoben. Ja, oh, ist gut. Hier unten, ich lasse es mal abspielen. Ja, ist einfach nur die Grafik jetzt, ne? Mach mal auf Stopp. Ich bin jetzt hier auf Effekte gegangen. Ich gehe auf den Reiter Design, Hintergründe. Hintergründe, glaube ich. Hol mir mal einen Hintergrund da rein. So, auf Ignorieren klicken. Jetzt seht ihr auch den Vorteil von einer PNG-Datei. Der Hintergrund ist durchsichtig, nur das Bild erscheint. Der Hintergrund hat jetzt nichts mit diesem Tutorial zu tun. Ich mache das nur, um zu veranschaulichen, was eine PNG-Datei für Vorteile hat. Den gleichen Effekt könnte man mit einer Greenscreen-Grafik erzeugen. Doch diese Version ist die bessere. Fangen wir jetzt mal an. Man geht auf den Reiter Effekte, Position und Größe. Wählt die Grafik hier, wie ihr seht, das ist die Grafik in Full HD, das ist die andere, das ist die, so, die wählt man. Jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie lange das laufen soll oder eingeblendet werden. Ich spiele das mal an. Okay, ja, bis hier vielleicht. Ja, sieht gut aus, dann gucken wir mal weiter. Jetzt gehen wir auf das Bild nochmal und setzen hier einen, ja, einen Marker. Okay, da ist er. Dann aktivieren wir noch weiche Kurve. Das sieht einfach schöner aus. War doch gar nicht so schwer. Der erste Schritt ist geschafft. Jetzt gehen wir ganz an den Anfang der Spur. Okay. So, dann nehmen wir unser Bild und ziehen das nach unten. Jetzt korrigieren wir noch ein wenig nach in der Position. Und zwar diese minus 4, da muss 0 hin. Und hier geben wir mal, das ist noch nicht genug. Auch nicht. Ja doch, okay, und hier geben wir 0 ein. So, jetzt ist das ja schön
Unten bei ist auch fertig. Jetzt lassen wir mal abspielen. Ja, sieht doch schon gut aus, oder? Jetzt müssen wir noch ermitteln, wie lange das stehen bleiben soll, bevor die Hand kommt. Ich lasse es nochmal spielen. Ja, gehen wir nochmal ein bisschen nach links, rechts. So in etwa. Jetzt hole ich mir aus meinem Ordner die Hand, beziehungsweise den Finger, den hier. Ziehe mir den auch hier rein. Okay. Ja, das ist natürlich viel zu groß. Da müssen wir mal anpassen. Ich gebe hier mal 100 ein. Ja, es ist okay. Na, vielleicht doch ein bisschen größer. 150, mal gucken. Ja, so ist doch gut. So, ja, der Bildschirm muss noch ein bisschen angepasst werden. Ich klicke einmal drauf. Halt die STRG-Taste gedrückt und drehe am Mausrad ein bisschen kleiner. So, ja, so in etwa. Also wie gesagt, STRG und am Mausrad drehen. So, dass ihr dann das Bild kleiner habt. Jetzt klickt ihr die Hand an und zieht die außerhalb des Bildschirms irgendwo hin, wo ihr wollt. So, das ist der Startpunkt. Jetzt geht ihr unten und setzt ein Keyframe. So, da ist er gesetzt. Okay, jetzt geht ihr ein Stück nach rechts. Also es muss ja eine gewisse Zeit vergehen, in dem der Pfeil reinkommt. Und klickt den Pfeil an. So, Augenblick. Ja, muss ich genau erwischen. Happen? Nee, happen immer noch nicht. Ja, ist ein bisschen tricky. Ihr müsst genau den Punkt treffen. So, jetzt zieht ihr den da auf den Abo-Button. Okay. Ja, und hier habt ihr auch ein Keyframe gesetzt. So, wie ihr jetzt seht. Jetzt kann ich das nochmal abspielen. Ja, das kommt hoch. Und die Hand kommt rein. Aber linear. Ja, und ein wenig langsam. Das können wir hier unten rechts verändern. So, jetzt müsste es schneller sein. Nochmal gucken. Okay, das ist schneller. Das ist gut. Hier ist aber immer noch linear. Dann machen wir mal das hier. So. So, jetzt müssen wir noch den Punkt ermitteln, wo die Maus klickt, also die Hand klickt auf den Abo-Button. Also noch kommt rein. Sagen wir mal hier. Okay, da sollte sie klicken. Ja, ich gucke hier noch ein bisschen. Ja, ist das doch nicht linear? Gucken wir nochmal. Sicherheitshalber. Ja, und ich würde sagen, da soll sie klicken, ja. So, dann spulen wir ein Stück durch. So, okay. Und jetzt soll er klicken. Dann setzt du hier einen Keyframe. Dann klickst du einmal außerhalb und gehst mit den Cursor-Tastatur 3 Schritte nach rechts. Dreimal drauf. 1, 2, 3. Dann markierst du wieder die Spur. Gehst in den Reiter Größe und gibst hier 120 ein. 120. Enter. Okay. Jetzt ist natürlich die Hand kleiner geworden. Soll sie auch. Dann klickst du wieder ins Bild. Gehst wieder mit der Cursor-Tasten 3 Schritte nach rechts. Markierst wieder die Spur. Gibst wieder 150 ein. Drückst Enter. Und dann kannst du dir das Ganze nochmal anschauen. Klick. Habt ihr gesehen? So, wie geht es jetzt weiter? Wenn ihr klickt, muss sich auch was ändern. Also geht ihr auf die Spur. Die. Jetzt müsst ihr euch die Stelle suchen. Da ist der Cursor groß. Davon die Mitte ist er klein. Also noch einen Schritt nach links. So, und jetzt klickt die Spur an. Macht mit T einen Schnitt oder mit dem Schnittsymbol geht das auch. Ich drücke die Taste T. Und entfernen, weil das braucht er nicht mehr. Jetzt geht's weiter mit Bild Nummer 2. Das holt ihr euch. Ja, wo ist es? Da oben ist es. Ziehen uns das direkt neben das andere, wo der Klick erfolgt. So. Genau. So, gehen wir mal auf Play. So, kommt hoch.
Maus kommt rein, klickt und Bild ändert sich. So sollte es sein, genau so. Ja, jetzt muss die Maus ja weitergehen und die Glocke noch aktivieren. Deshalb aktiviert ihr die Spur der Hand und setzt hier einen Keyframe. Nun klickt ihr wieder außerhalb der Spur und nehmt eure Cursor-Tasten und geht 10 Schritte nach rechts, so in etwa. Dann geht ihr auf die Spur, klickt sie an und setzt an dieser Position wiederum einen Keyframe. So, der Keyframe ist auch gesetzt. Jetzt müsst ihr wieder außerhalb der Spur klicken und wiederum 10 Schritte mit den Cursor-Tasten nach rechts. Jetzt greift ihr euch die Hand mit der Maus und zieht sie ein Stück nach rechts auf der Glocke. Ein Keyframe wird automatisch gesetzt. Außerhalb klicken, mit dem Cursor 3 nach rechts, anvisieren, das Wert ändern auf 120, okay. So, die Position noch ein bisschen korrigieren, ein kleines Stück nach rechts. Wieder außerhalb klicken, dann 3 Schritte nach rechts. Die Spur markieren, den Wert 150 eingeben, Enter. Der Keyframe wird automatisch gesetzt. Jetzt geht ihr unten auf links klicken, dann seid ihr wieder in der Mitte, dann markiert ihr die obere Spur und setzt mit T einen Schnitt, entfernt diese wiederum. Jetzt holt ihr euch Grafik Nummer 3, zieht die oben rein und setzt die dort an. Das ist die Grafik, wo die Glocke aktiviert wurde. So, dann können wir das Ganze mal abspielen. So, schauen wir mal. Hand kommt, klickt, neue Grafik, klickt, neue Grafik. Einwandfrei. So, das klappt auch schon wunderbar. Da fehlt noch der Schritt mit der Maus. Wir klicken einmal die Maus an, setzen hier ein Keyframe, klicken wieder außerhalb, gehen ein Stück weiter nach rechts, markieren wieder die Maus, krallen uns die Maus, ziehen die außerhalb des Bildes, da wird wieder automatisch einer gesetzt, ein Keyframe. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Mhm. Okay. Okay. Auch gut. Jawohl, und zieht raus. So soll das sein. So, ich schaue jetzt nochmal hier kurz durch. Ja, okay. So, mal zurück. Da drauf. Ja. Okay, jetzt gehe ich hier am Ende, wo die Maus verschwunden ist, klicke ins Bild, gehe nochmal ein paar Schritte nach rechts, so, okay, markiere jetzt mal das Bild, setze dort ein Keyframe, auch die gleichmäßige Kurve, gehe jetzt auch mal 10 Schritte. Jetzt schnappt ihr euch nochmal die Grafik, zieht die nach unten, so, ein Stück höher. Ne, das ist zu viel. Ich gebe hier einfach mal die Werte ein. Ich glaube 310. Okay. Den anderen Wert setze ich auf 0, dass es mittig ist. Ja, das war es eigentlich schon. Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt nach rechts, drücke die Taste T und der Rest kann alles abgeschnitten werden. So, das war's. Jetzt gehe ich nach links und lasse das mal ablaufen. Ja. Ja, sieht doch gut aus. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich kann jetzt auch mal spaßeshalber im Vollbildmodus abspielen. Dazu klicke ich einfach mal doppelt auf den Bildschirm. Ja, so in etwa sieht das dann später aus, im späteren Video. Natürlich nicht in der Qualität, weil die Qualität kommt erst hinterher. Das ist ja hier nur zum Editieren die Qualität. So, jetzt wäre noch schön, wenn wir bei der ganzen Sache noch Ton hätten. Das mache ich mal eben noch weg. So, dann müsste ich mal wieder meinen Ordner suchen. Naja, da ist er ja. Okay, und jetzt gehe ich hier mal eine Ebene höher. So, da ist jetzt die Geräusche. Und die hole ich mir jetzt auch mal hier rein. Den Gong und die Maustaste. So, das brauche ich nicht mehr. Jetzt müssen wir das nur noch genau anpassen. Jetzt gehe ich und schnappe ich mir als erstmal die Maustaste. Da klickt ja die Hand. Jetzt muss ich mir die Position genau finden. An der Stelle klickt die Hand. So.
habe ich mir noch den Ton und ziehen an die Stelle, wo die Hand klickt. Ich glaube, ich muss das mal ein bisschen vergrößern. Ja, so geht das nicht. Nochmal kleiner. Ich mache nochmal kleiner. Klick da drauf und dann vergrößere. So ist besser. Ich spreche schon mit mir selbst. Ja, okay. Jetzt ziehe ich mir diese Position. Erstmal mache ich das lauter. Ziehe mir diese Position genau in etwa dahin, wo der Schnitt ist. Da ist der Schnitt. Da muss ich rüber. Jetzt setze ich jetzt erstmal an den Ton noch einen Schnitt. Nimm das mal weg. Jetzt ziehe das da rüber. Okay. Ja, ich glaube, ich nehme es davor, oder? Ja, so könnte es gehen. Jetzt wollen wir auch mal schauen, ob das Ganze auch was gebracht hat. Gehen wir mal auf zurück. So ein bisschen und dann lassen wir es mal abspielen. Mal gucken. Ja, geht doch. So, und von dieser Glocke möchte ich gerne den hinteren Teil haben. Das ist nämlich ein Dreiergong, so wie er in der Schule ist. Und deshalb muss ich mir den noch zurechtschneiden. So, dann gehen wir mal an der Stelle, das möchte ich haben. So, da drücken wir T, das vordere muss weg. Jetzt ziehe ich die Spur direkt am zweiten Schnitt. Ah, so, okay, müsste passen. Gehe mal nach links und lass die ganze Sache mal ablaufen. Okay. Das ist doch wunderbar, oder? Funktioniert auf jeden Fall, so wie es sein sollte. Dann werden wir im letzten Teil dieses Videos die ganze Sache mal rendern lassen. Dann gehe ich hier oben rechts auf Rendern. Augenblick, ich habe da noch, ich mache das ein bisschen schöner. Ich gehe nochmal auf Effekte, Designer, Hintergründe. Suche mir hier mal noch einen Hintergrund aus. Den. Gucken wir mal, welchen nehmen wir? Nehmen wir den. Hier geht man auf Ignorieren. Und nicht, so, gehe noch am Ende, drück die Taste T, so, ein bisschen rüber, so, T und weg damit. So, und jetzt gehe ich auf, ja, ich spiele das erst nochmal ab, okay, so, ich lasse das jetzt mal rendern, okay. MPEG-4, ist logisch, 1080p und so, und hier speichere ich das jetzt mal. Lass ich rendern. Okay. Dann gucken wir mal gleich weiter. So, ich habe die ganze Sache ein bisschen beschleunigt. Dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, sieht doch ganz gut aus, oder? Ja, und damit ist das jetzt fertig und damit habt ihr euch eine schöne Vorlage erstellt, die ihr später, wenn ihr neue Videos dreht, jedes Mal einblenden kann. Ich speichere mir die jetzt hier mal in meinem Ordner von Magix. Wie soll ich das Ding nennen? Mal kurz überlegen. Abo-Banner? Ja, Abo-Banner. Ja, und jetzt habe ich das dann gespeichert und jederzeit habe ich das zur Verfügung. Wenn ihr in Zukunft ein neues Video erstellt, habt ihr jederzeit euren Abo-Banner zur Verfügung, den ihr dann auch einsetzen könnt. Hier das zum Beispiel kopiert ihr euch, dann erstellt ihr einen neuen Film bzw. lädt das nach und fügt das hier in den neuen Film an der Stelle, wo es erscheinen soll, ein. So wie jetzt hier. Kurz verkleinern, so wie ihr seht, ist der Abo-Banner jetzt im neuen Film drin. Damit beende ich jetzt erstmal Magix Video Deluxe. So. Ich blende das nochmal ein. So, macht doch echt gut seinen Job. Und wollte noch einige Sachen zum Abonnieren erwähnen, die ich in Zukunft jetzt öfter erwähnen werde. Oh, was ist das? Magix wieder. Ja, Magix hat wieder ein Problem und stürzt wieder ab und startet sich wieder neu. Aber das ist jetzt erstmal egal zu Magix, was das für Probleme da hat. Ich wollte was dazu sagen, und zwar, wenn ihr meinen Kanal abonnieren wollt, ist das eine tolle Sache. Aber wenn ihr nach 3 Tagen dann wieder deabonniert, dann könnt ihr es auch gleich ganz lassen.
wenn ihr wisst, was ich meine. Es ist eigentlich blöd, wenn ihr einen Kanal abonniert und kurze Zeit später wieder deabonniert. Also so kommt es mir oft vor, dass es passiert, dass jemand den Kanal abonniert, wartet auf Neuigkeiten, es kommt was, es gefällt ihm nicht und dann deabonniert er wieder. Es kann nicht immer alles Gold sein, was glänzt, oder wie soll ich das sagen? Ja, du hast durch Zufall ein Video von mir gefunden und es hat dir gefallen. Daraufhin hast du den Kanal abonniert. Das nächste Video hat dir dann gar nicht zugesagt. Denn ich muss dabei sagen, ich mache nicht immer die gleichen Themen, so wie andere Kanäle. Ich mache kunterbunt. Der größte Teil meiner Videos handelt über das Ruhrgebiet. Ja, und klar, das mit der Drohne gefilmt. Das ist auch der Hauptteil meines Kanals. Aber ich wollte mich nicht oder möchte mich nicht festlegen auf ein bestimmtes Thema. Mich interessieren noch so viele Sachen wie alte Spiele oder irgendwelche Anleitungen zu irgendwelchen Sachen, die euch vielleicht weiterhelfen können. Deshalb ist es immer ratsam, auch mal ein Video, das dir nicht gefällt, das musst du ja nicht gucken. Aber du kannst trotzdem Abonnent bleiben. Wie gesagt, ich will euch da gar nicht beeinflussen. Aber wenn ihr mich abonniert, überlegt es euch, dann bleibt doch bitte auch treu. Dafür bekommt ihr ab und zu, nicht immer, auch Content, der euch vielleicht gefällt. Ja, das Wort zum Sonntag oder meine Ansprache ist jetzt vorbei. Ihr könnt, wie gesagt, euch auf das nächste Video freuen, das auf jeden Fall jeden Sonntag und ab und zu während der Woche erscheint. Ja, na klar könnte ich auch Videos drehen, die andere Leute beleidigen oder irgendwelche Sachen, die unter der Gürtellinie sind. Nee, aber ich drehe hier Videos über das Ruhrgebiet mit der Drohne oder Tutorials zu Magics und so weiter, irgendwelche Spiele. Das ist mein Kanal. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich möchte mich nicht verbiegen und meinen Kanal so weiterführen, wie ich das will und nicht, wie YouTube das möchte. Jetzt ist aber Schluss. Ich sag jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Uwe aus Dortmund.